Dann ist er tatsächlich schon rum. Jo. So, und da sind wir auch wieder. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von dem Gruppen Let's Play. So, gleich mal wieder rein. Weiter im Spiel. Steine haben wir jetzt ein bisschen eingesammelt. Dann mache ich mir jetzt eine Steinaxt und verkloppe weiter Bäume. Wir haben auch 9 Kohle. Können wir uns also erstmal Baumkohle, also Holzkohle machen. Ist ja, kann ich gleich noch einen Ofen bauen, dann passt das. So. Dann. Okay, wer braucht? Im Ofen liegt dann fertig gebrannte Holzkohle. Ich verklopfe weiter Bäume. Erstmal alles pflanzen, was geht. So. Ganz genau. Haben wir erstmal eine schon solide Grundbasis. Ja, schön machen kann man das dann nachher immer noch. Eben. Einfach der Unterschied zwischen einer Eisen- und einer Steinaxt wie Tag und Nacht. Ja. Aber das Witzige an dieser Holzcutting-Mod ist, der hakt ja praktisch weiter, während ich hier im Inventar mir schon andere Sachen craften kann. Von daher. Schöne Nebenbeibeschäftigung. Ich darf nur nicht versehentlich die Schleichtaste benutzen, weil dann bricht er nämlich ab. So. Achso, übrigens habe ich auch noch selbst eine kleine Mod geschrieben, eine ganz mikrokleine Mod, die Rezepte hinzufügt, womit man selber Dirt with Squares und Dirt with allerlei anderes Gedöns machen kann. Ja, nur so als kleine Information am Rande. Ja, wie weit? Der Garten ist soweit gefüllt. Mal schnell was essen. Oh, ja, sollte ich auch mal. Bei dem ganzen Holzhacken verliert man schnell seine Sättigung außer Augen. Aus dem Blick. Ja. So, was haben wir denn alles? Bananen? Ja, kommt immer gut. Ich glaube, ich brauche noch eine zweite Kiste extra für die ganzen Blätter. Entschuldigung, wenn ich nach Zwiebel rieche, es hat so viele. Und ich habe hier extra ein 4D-Bildschirm. Auch wieder welche angepflanzt. Ah. Und ich habe mir extra ein 4D-Bildschirm gekauft, damit ich auch Sachen riechen kann und jetzt verdirbt er mir das alles. Ja, mal gut, dass wir noch kein Geruchsinternet haben. Das wäre schlecht. Kommt garantiert auch bald. Ich hoffe nicht. Gut, jetzt habe ich die mal Kisten einzeln hingestellt. So, bitte wieder eine große Kiste. So, Straßenposition, Straßenbelag. Was liegt an? Na, ja, ich bin da bei Straßen mal ganz klassisch. Immer schön aus Gravel. Und ansonsten kann man die Grenze kann man ja entweder aus Cobblestone oder aus Holz machen. Wobei bei der Gegend hier. Da würde sich tatsächlich fast Holz anbieten.
von Optik her. Als auf der Straße? Nee, als als Umrandung. Das sind dann aber eher so Wege, ne? Ja gut, nach richtigen Straßen brauchen wir ja hier nicht. Wir haben ja sowieso keine Autos in dem Sinne. Wird das sowieso eher so Dorflife. Und eben, ja, ich weiß gar nicht, wie waren die Straßen früher gebaut? Die, da war auch einfach nur entweder festgetrappelter Sand oder, ja, Kies. Eine richtige Umrandung hatten sie ja gar nicht. Gras ist alles, wo kein Gras ist. So, mal jetzt die ganzen Blätter aus der Kiste rausholen und in die andere Kiste reinschmeißen. Ach, aber eine Blätterkiste jetzt? Genau. So. Und einmal da rein. Bam, bam. Sehr schön. Heute wird auch relativ schnell voll werden. Zum Glück habe ich gleich eine Doppelkiste gemacht. Oh, das wird noch mehr. So, dann wieder Bäume hacken. Der kleine Baumbereich ist ja schon fast weg. Da kann man das auch als Nussfläche missbrauchen. Haben wir echt eine schöne Fläche gefunden. Sieht schick aus hier. Ja. Zum Bäumeabbau macht es einem ja auch schön einfach. Ja. Ja, wie ist das eigentlich? Soll ich eigentlich während des Displays immer den Tag-Nacht-Rhythmus aktivieren? Hat da jemand Lust zu oder soll ich einfach so lassen, wie es jetzt ist, mit dauerhaft 12 Uhr? Ich glaube, zu Anfang ist es ganz gut, wenn wir erstmal Tag haben, dass wir so ein bisschen bauen können. Gut. Also nicht, wie ist das hier mit Monstern? Monster spawnen tatsächlich, aber halt eben nur, wenn es dunkel ist. Heißt also, ja, bisher eigentlich nur in Höhlen. Wobei ja die Spawnrate auch relativ stark runtergesetzt ist, wegen Serverlags etc. Von daher spawnen ja auch in Höhlen relativ selten Monster nur. Ist also überschaubar, man kann sie eigentlich gut zur Wehr setzen. Ich habe eine Steinaxt, falls jemand was von mir möchte. Ich baue mir gleich ein Holzschwert und dann verheue ich dich. Aua, aua. Rüstung, ja, naja. Ich weiß bei Rüstung immer noch nicht, was der Unterschied zwischen Kaktus und zwischen Holz ist. Kann es sein, dass Kaktus so eine Heilungsfunktion hat, dass man da schneller heilt? Kannst du nachprüfen, wird dir angegeben. Ich bin jetzt unten auf minus 31 Meter und habe eine Menge Sand gefunden. Ich hole den für den Weg. Ach, sehr gut. Ja, genau. Sand geht natürlich auch, genau. Werde mich jetzt erstmal als Baum. Was ist mit dem Baum? Ich mache mir eine Holzrüstung. Ah. Bogen schon so hart ausgesprochen werden, dann.
gestern haben Celine und ich gemeinsam einen DM besiegt, geht. Ja, gestern war auf dem Server echt was los, ey. Drei Chaoten, die immer, oder die zwei Chaoten, die immer wieder gekommen sind und einfach nicht kapiert haben, dass sie gegen uns keine Chance haben. Ich glaube, wir haben auch schon mal so eine Symbolfigur, sag ich jetzt mal, hier am Strand, so ein Riesenbaum. Der sieht irgendwie total witzig aus. Vor allem, weil er so alleine steht. Wirkt er gleich viel besser. Da hinten der große, ja. Das Monster. Ja. Oh! Töte es! Bevor es Eier legt. Kommt auf uns zu! Oh mein Gott! Erledigt. Langweiler. Stimmt, ein Schwert kann ich auch noch gebrauchen. So. Krebel hat's ja auch. Oh, Dwecken kam on. Hi, Dragon. So, die erste Fläche ist schon fast von Bäumen befreit. Oh, sie ist so relativ. Ey, ich weiß nicht. Irgendwie. Ich liebe einfach diese Optik von Itawil. Mit diesen ganzen extrem vielen Pflanzen, das wirkt so lebendig. Mhm. Ja, das fehlt in Manila ja so ein bisschen mit den. Ja, den Grasflächen, dass die auch nach was aussehen. Ja. Wobei ich aber auch ein bisschen. Ja, froh bin, dass Vanilla wirklich so eintönig ist, sag ich jetzt mal, weil eben, du kannst das halt wirklich mit Mods so machen, wie du es brauchst und eben, so wie ich es hier gemacht habe, kann man ja so eine Etherwheel-Mod hinzufügen und dann hat man ja quasi gleich alles, was man braucht und von daher finde ich das schon ganz, ganz, ganz cool. Oh, ich glaube, Dragon kommt auf uns zu. Zu! Wow, ich habe gerade bei mir neben Twitch auf meinen Laptop geguckt, wo der Server-Log durchläuft. Und frag mich jetzt Zeit, wer ist denn dieser Ronix? Ich bin noch als Walker on, aber klar, nee, bin ich nicht. Da ist das Inventar schon wieder voll. Ja, ich habe hier auch schon wieder 700 Blätter bei mir im Inventar drin. Ich muss auch mal wieder ausleeren hier. So. Also ist das auf jeden Fall klar. Brennmaterial für Öfen haben wir definitiv mehr als genug. Ja. Thank you.
Okidoki. Die Fläche hier am Strand ist von Bäumen befreit. Haben wir eine schön große Nutzfläche. Borst. Ja, ich hau hier auch gerne Zeit Bäume um. Haben wir gleich schön viel Holz für die Gebäude. Mhm. Wow, die Farm sieht aber schick aus. Ja, total begeistert von dieser Holzfellmod, ne? Ja. Ich habe mich auch direkt in sie verliebt. Ich wollte die eigentlich schon ewig auf meinen Servern hinzufügen. Das Problem war, die Mods, die ich bisher gefunden hatte, die waren halt alle auf vordefinierte Baumstrukturen festgelegt. Heißt also, da musste man neue Bäume immer manuell hinzufügen erstmal. Und vor allen Dingen, ich weiß gar nicht was, die eine Mod, die hat immer, da ist immer der Server abgestürzt. Und ja, sie hatten halt alle ihre Probleme und die Mod, die hatte ich jetzt praktisch erst vor kurzem gefunden. Und vor allen Dingen das Schöne ist, die Mod kann ich auf allen meinen Servern verwenden, weil die auch, weil wir, wie gesagt, wie ich selbst praktisch guckt, wo Holz ist, läuft die auch auf dem Mind-Clone-Server. Okay, also nimmt wirklich alle Nodes, die dann irgendwie in der Wood-Gruppe sind, oder? Ganz genau. Die hakt praktisch alles ab, was in der Wood-Gruppe ist und guckt dann in der Umgebung auch, was unter der Leaf-Gruppe ist. Also eben, damit praktisch dann auch Blätter mit Holster. Klar. Und eben, von daher praktisch komplett auf alle Umgebungen anwendbar. Ist schon geil. Vor allem kannst du da ja auch zwei Bäume gleichzeitig mitfällen, ne? Ja, ja. Wenn du dich intelligent anstellst und dann Umschalt hast. Den einen lässt du automatisch machen und dann gehst du zu dem anderen und fängst schon mal an. Na, wenn die Bäume auf einer Fläche stehen und du dich intelligent bewegst, heißt also praktisch dann von einem Baum zum anderen schleißt und dabei dann die Umschalttaste nicht loslässt, kannst du doch praktisch mehrere Bäume in die Warteschlange zufügen. Richtig. So. Hier entsteht ein Weg. So, ich kümmere mich dann schon mal ums Feld. Hier sind die ersten Sachen schon ausgewachsen. Aber so mein Test kann einem aber auch echt neidisch machen, wenn du hier auf so einem Feld rumrennst, dann habe ich echt mal das Gefühl, auch sowas hätte ich jetzt auch gerne im echten Leben. So eine richtig schöne Farm, wo du einfach mal so schnell so ein bisschen rumpflanzen kannst. Leute, die lassen sich davon auch inspirieren. Zu Recht, definitiv. Schnell was essen, sonst bin ich gleich hinüber. Oh, ich merke gerade, dass ich gar nicht mit der richtigen Mindtest-Umgebung hier gerade aufnehme. Gleich aufgenommen. Ups. Nee, das nicht, aber ich habe ja ein 16:10 Bildschirm und auf dem Punkt 16:9. Das heißt also, unten praktisch dieses Hub, das sieht man halt nicht komplett. Und dementsprechend habe ich mir dafür eine eigene Mindtest-Umgebung geschaffen, wo da halt auf 16:9 Auflösung umgeschalten wird. So. Okay. Da bin ich echt ganz froh, dass es bei mir so relativ gut läuft mit dem Aufnehmen. Erstmal schön mit dem falschen Server verbinden. Das ist schon so richtige Planstadt hier, ne? Ja. So, da bin ich wieder. Oh mein Gott, alle auf dem Fleck. Celine hat gerade gefragt, ob es toll ist, dass sie Bäume pflanzt. Sag ich, muss nicht da, wo er gerade alle gefällt hat.
Die ganze Arbeit umsonst. Ach, also eine Baumfarm haben wir früher oder später ja sowieso. Also von daher alles gut. Ja, klar, klar. Die Erdbeeren sind aber auch echt gemein. Die haben so eine, die haben, bevor sie komplett fertig sind, noch so eine Vorstufe. Da ist dann fast alles rot, aber unten noch so ein ganz bisschen weiß. Und wenn du da nicht direkt drauf achtest, denkst du, ach, rot kann ich ernten, bumm, alles weg. Ja, war wohl nichts, ne? Na, jetzt habe ich ja drauf geachtet, aber bei meinem ersten Versuch damals, Erdbeeren zu ernten, habe ich erst alles geerntet, bis ich dann gemerkt habe, dass im Inventar nichts ankam. Das war dann gemein. Oh, Reis. Um Reis reißt man sich. Kennt eigentlich einer von euch Detektiv Conan? Von da war nämlich das Zitat gerade. Feld einmal umgepflügt. Ah, Straßennetz entsteht auch schon. Oder Wegenetz. Okay, ich baue mal die nächsten Kisten. Gott, werde ich schnell voll. Oh, ich habe ein Sandwich gefunden. Unten ist Sandwich. Na, so ein Toast-Sandwich. Ich dachte, das bedeutet beides das Gleiche. So, dann kommen wir in die... Oh. Was war das gerade? Oh mein Gott. So, fertige Früchte kommen dann mal in die eine Kiste und Samen in die andere Kiste. Also ich kann nichts ändern, ich muss mir jetzt auch erstmal eine Hütte bauen, ich habe einfach alle Taschen voll. Weintrauben, wir haben Melonen. Sehr schön. So, hier kommen jetzt Früchte rein. Mais, Peapod. So. Kies abbauen ist ja total spannend, ne? Ja, ja, Kies abbauen dauert echt ewig. Ja, ja.
So. Okay, ich habe das so gemacht. In der linken Kiste sind die Sachen drin, die Samen sind oder Pflanzen, also Früchte, die man direkt wieder einpflanzen kann. Und Früchte, die man ausschließlich als Früchte bekommt, die sind dann in der rechten Kiste drin. Die kann man praktisch einfach nur noch verzehren bzw. in Gerichten verarbeiten. Okay. So, Orangen und Weintrauben. Easy. Okay. Achso, halt Rhabarber. Kommt da rein. So. Ich wollte eben anfangen, die Kisten im Rechteck und das Zentrum zu bauen. Eine Seite Essen, eine Seite Baumaterial. Das kann man natürlich auch machen. Sollte man aber wahrscheinlich dann erstmal eine Hütte bauen und die Kisten dann reinstellen. Ein Orangenbaum. Blätter, hier ist allerlei Gerümpel, okay. Ansonsten, wenn wir so ein richtiges Gebäude bauen, können wir ja auch dann direkt mit diesen Dwarven arbeiten. Da sieht man wenigstens gleich, was drin ist. Science. Dann esse ich mal das Toast, das mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde. Von einem unbekannten Spender. Ja, guten Appetit, ne? Nee, hat scheiße geschmeckt. Ui, macht einen schönen Fliegenpilz. Ah, Fliegenpilz ist Balsam für die Seele. Da fliegst du. Gesund wie sonst was. Okay, hier lag gerade ein Bananenbrot einfach so auf einer Wiese rum. Wer tut denn sowas? Ja. Umweltverschmutzung. Bananenbrot ist aber zum Weiterverarbeiten, das kann man nicht so essen. Oder? Mal gucken. Echt? Oh, Bananenbrot. Ah, okay, man kann es verarbeiten und essen. Nice. Ja gut, ich glaube mal, es ist aber denn besser zum Verarbeiten, weil man kriegt dafür gerade mal, was waren das jetzt gerade? 15 irgendwie? Ja, so. Ja. Nur ein bisschen Hunger gestillt. Ich glaube mal, da sind die Gerichte, die man daraus machen kann, nahrhafter. So. So viele Kisten. Wow. Müssen wir denn nur mit Schildern kennzeichnen, wo was reinkommt? Richtig. So, ich glaube mal, ich trage hier hinten den kleineren Hügel ab. Dann habe ich ein bisschen Erde und kann dann hier diesen kleineren Tal dann ein bisschen auffüllen. Ein bisschen Terraforming. Sollte ich für mir vielleicht erstmal noch eine Steinschippe schnappen. Ja, so viel muss ja gar nicht abgetragen werden. Ja, ja, eben. Sollte relativ zügig gehen. Bleibt nur das ganze Zeug über, was dann liegen bleibt.
Na, ich mache dazu, dass ich erst die ganzen Sachen hier oben abbaue, also abernte, was auch immer, und dann den Sand wegschippe. So eine richtige Blümchenwiese hier, ey. Baggerfahrer. Jetzt eine Steinschaufel nehmen oder ob ich eine Blume in der Hand habe. Ich glaube, das macht zum Abbauen nicht wirklich den Unterschied hier gerade. Echt nicht? Also minimal ja, schon. Ja doch. Aber ja doch, hast recht. Ist bloß ein minimaler Unterschied. Ich meine, tue ich ja privat auch mal den Sand mit Blumen wegkloppen. Also den meisten Sand je habe ich mit dem Torchlight abgebaut. Mit dem was? Mit der Fackel. Ah, ja gut, okay. Ich muss ganz ehrlich zugeben, meistens, wenn ich so privat spiele, dann mache ich eigentlich eher selten Terraforming, sondern nehme die Landschaft meistens eher so als gegeben hin und versuche dann praktisch einfach meine Wege und so drauf anzupassen. Von daher sammle ich relativ selten Erde. Boah. Ja. Ich bin eher so der unterirdisch baut Höhlensysteme. NASA-Geheimstützpunkte. So. Also Zwiebeln wachsen hier auch echt eine ganze Menge. Na ja, auch schon wieder 10 Stück von. Na, ich hab schon 37 wieder. Das sorgt für einen frischen Atem. Ach, gesund und lecker, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich die Story schon erzählt habe. Ich weiß gar nicht, ob ich die Story schon erzählt hatte, glaube ja. Bei mir in meiner alten Ausbildung, da war jemand, da war so eine Autowerkstatt. Und hat jemand zum Mittag immer nur ein trockenes Brötchen und eine rohe, komplette Zwiebel gegessen. Er hat mich einmal abbeißen lassen, ich bin so ins Heulen gekommen, weil ich es nicht gewohnt war. Bin ich ja mal gespannt. Wenn es gewöhnt ist, geht es ja tatsächlich. Wir müssen schon essen. Genau. Eben. Und wenn er das natürlich tagtäglich isst, dann klar, irgendwann hat man's intus. Bin ich ja echt mal gespannt, ob sich die Blümchenwiese hier auch wieder so ausbreitet oder ob dann hier eine andere Grassorte drauf wächst, weil er hier drunter dieses normale Gras ist. Ich glaube tatsächlich, zumindest das Standardgras, das breitet sich irgendwie so ein bisschen ganz langsam wieder aus. Das ist das langsamste, ja. Was das andere hier auch macht, ne? Ja doch, siehst du hier dieses grüne Gras. Kommt hier schon durch. Das Blumengras ist mir schon in die Mine hinterhergewachsen. Oh Gott. Wie gesagt, ansonsten, ich habe ja Rezepte hinzugefügt. Wir können also auch manuell Blümchenwiese erzeugen. Guck ich mal ganz kurz, was hätte ich da genommen? Ich glaube, alle Arten von Blumen. Genau, einmal dort und dann irgendeine beliebige Blume. Da hat man Grassand, also Blümchensand. Hat man wieder Blumenwiese? Genau.
Die Frage, ob die Blumenwiese sich dann auch ausbreitet oder ob die dann... Da müssten wir tatsächlich mal im Quellcode schauen, weil ich weiß nicht, also die Grassachen, die auf der Erde drauf wachsen, die sollen sich wohl, solange sie zu der Gruppe Flower gehören, sich wohl ausbreiten, aber eben, ich weiß nicht, inwieweit das für die Erde selber gilt. Ob es da so einen Mechanismus auch gibt. Ja gut, wenn die schon in die Höhle mit nachwächst, dann ist die Chance ja relativ groß. Ah doch, hier, okay, wächst, breitet sich aus, hier um die Kreis. Ja, oh ja, oh ja. Nice. Sehr schön. Dann ist das also bei unserem Tal nur deswegen, dieses andere Gras, weil das halt da drunter wächst und damit näher dran ist. Gut, ich brauche noch ein bisschen Sand. Der Lagerbunker. Oh, da ist ja schon ein richtiges Häuschen entstanden. Nice. Boah, mit den Kisten in der Wand einzubauen, das hat schon was. Das sieht schon echt geil aus. Nice. Unseres erstes Gebäude. Yay. Hat es auch eine Tür? Ja, yeah, ich habe den Mogelbar. Oh, halbe Stunde ist schon wieder rum. Ha! Gut, machen wir kurz ein Päuschen. So. Schau mit V.